Ich habe ja gesagt, mein Kanal soll ja wieder ein bisschen zum Leben erweckt werden. Genau, mir geht es auch wieder gesundheitlich auch wieder bestens. Übrigens, das ist der gleiche Tag, wo ich das Video aufnehme. Aber die kommt unterschiedlich hoch. Was wir heute machen, muss ich einmal kurz raussuchen, sind. Kann man auch mit Stanzen machen oder ist mit einem Stanzen verbunden, sind Rockerkarten. Rockerkarten. Die werden gleich ein bisschen anders, das, dem was ich gleich mache, wird ein bisschen anders aussehen, dann kann man den einfach so wippen. Genau. Aber ihr seht die alle nochmal in einem Quad-Update, was vermutlich 2 Tage später online kommt. Wir brauchen 3 Stanzen. Ich habe jetzt die eine Stanze noch von vorhin genommen. Die Stanzmaschine. Und ich werde Restpapier nehmen. Ich muss einmal eben was zurechtschneiden. Und gleich weiter. Ziel ist es, Papier aufzubrauchen bis Ende des Jahres, also das Restpapier. Jetzt war eine große Herausforderung. Zweiten machen. Das Papier. Das Papier schon mal. Normal machen wir das ja mit Cardstock, aber ich dachte mir, ich will ein bisschen Restpapier aufbrauchen. Jetzt kommt, wo man das ein bisschen verdecken tut. Quatsch, von dem brauche ich ja 2. Ihr seht mein Gehirn oder dann da. Ich suche mal eben Papier raus. Papier gefunden. Jetzt für die 2 kleineren. Nicht das Papier.
Wir uns das. Und geben. Kleber rauf. Kleben das fest. Und das kleben wir als Mattung. Mitte. Und dann wird das auch schon. Dann nehme ich mir dekoriere das. Ich zeige es euch einfach dichter. Die großen werde ich für Karten oder so verwenden. Das ist ein dänischer Spruch. Und der wird so, ich das Kamera wackeln. Da verdeckt man so ein bisschen die Herzen, aber das ist für mich nicht so schlimm.
die zweite ist auch fertig. Das sind die Rockercard. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video, was ein Craft Update wird. Also, bis dann. Ciao, ciao.